Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4 Remake. So, diese Passage ist zurzeit meine Lieblingspassage. Also, ich hoffe, man hat den Sarkasmus rausgehört. Ich kriege hier langsam die Krise, wirklich. Also, es ist einfach nur abartig. So, das Problem ist, Ashley steht da drüben, hat den Hebel gezogen. Ja, die Brücke ging hoch. Ich bin rübergelaufen, da lang gelaufen, hier rübergelaufen. Und ich muss jetzt hier den Schalter aktivieren. Ja, so. Dann passiert Folgendes: Die Tür, aus der wir gekommen sind, da vorne, die, da kommen gleich ein paar, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Zombies. Punkt. Ich glaube, zwei oder drei Stück an der Zahl. Die wollen natürlich zu Ashley, wollen sie kidnappen und hindern ihr natürlich daran, die Brücke festzuhalten, auf dass die Brücke wieder runtergeht. Das wäre kein Problem. Nur habe ich hier, sobald ich den Schalter drücke, wieder diesen Regenerator im Nacken. Der kommt hier irgendwo raus und jagt mich dann auch. Das heißt, schaffe ich jetzt nicht rechtzeitig, die Idioten hier abzufeuern, konzentriere ich mein Feuer jetzt hier auf die Typen. Habe ich zwar noch nicht gemacht, aber ich kann mir denken, dass der Regenerator mich dann hier zerpflückt, ja. Und deshalb will ich jetzt erstmal versuchen, so schnell wie möglich über die Brücke zu kommen. Das habe ich nämlich bei jemand anders gesehen. Also es funktioniert. Und wenn das bei mir absolut nicht der Fall ist, ja, wenn ich so ein Pech habe, weil die laufen ja nicht immer gleich, die Idioten, versuche ich trotzdem, trotz Regenerator hier im Nacken, die wegzuschießen oder wegzupumpen am besten, aber ich habe halt nicht mehr so viel Munition. Gut, ich würde sagen, starten wir das mal und schau mal, wie viel Glück wir haben. Ja, da war der Regenerator. Ashley, Scheiße! Er steht halt durch, ich bin gleich da. Ashley, Berg. du lass es! Es nimmt kein Ende. Okay, jetzt habe ich so doll geflucht. Guck mal, der ignoriert mich einfach. So, der Regenerator ist da drüben. An dem verschwende ich jetzt nicht meine Munition. Wir müssten denn jetzt eigentlich hier weiterkommen, genau. Und ich hoffe, es kommt gleich was zum Speichern. Ja, so geflucht und dann gleich beim ersten Mal angekriegt. Also jetzt. Also ich glaube, das ist mein zweiter oder dritter Versuch. Hat denn doch funktioniert. So, alles abgrasen. Ich brauche wirklich jede Art von Munition. Auch die. Moment mal. Moment mal! Hier geht's ja wieder zu. Warte mal, bin ich jetzt total bescheuert? Hier geht's doch zurück. Von hier bin ich ja gekommen. Müssen wir jetzt.
hier muss ich ran. Meine Güte. Oh Gott. Total verpeilt. Das ist ja hier wieder was für mich, ey. Nee, warte mal, der war falsch. So. Nicht geklappt. Wo ist denn der Strom hin? Nee, das kann nicht funktionieren. Müssen alle drei Blitze da bedient werden? War das so? Dann ist der ja falsch oben. So muss der. Komme ich denn die anderen beiden bedient? Also der kann nicht anders gesetzt werden. Das geht nicht anders. Der ist richtig. Hier muss was falsch sein. Aha. Ah. Okay. Biete öffnen. Pisseten. Flintenmunition. Gleich nachladen. Was soll ich denn mit so ein bisschen Peseten spielen? Ah, Kevin! Des einen Knarre des anderen Leitländer. Oh, sehr schön. Was ist denn das hier schon wieder? Das sieht doch schon wieder aus wie Boss. Unliebsame Nager. Ich habe genug. Ekelhafte Ratten tanzen mir vor der Nase umher und machen alles dreckig. Sei jemand so gut und hilf mir dabei, diese kleinen Biester ein für alle Mal auszuradieren, damit hier endlich wieder Ruhe und vor allem Sauberkeit Einzug erhalten kann. Alle Ratten müssen spielen. Ah, gut, okay. Habe ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf. Oh, sehr schön. Willkommen! Du hast nichts Neues, ne? Ich habe die feinste Ware im Angebot, Fremder. Ja, zu verkaufen? Ja, das. Das. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert. Ah, dafür lasse ich einiges springen. So, tauschen. Ja, ich komme eh nicht mehr auf so ein Ticket. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Deine Kohle oder dein Leben. Erstmal wird repariert. Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Dann noch ein bisschen was tunen. Die Striker noch einmal.
deine Waffe den eigenen Bedürfnissen an. Probier mal, ob's passt. Kann ja. Nicht angenehme Reise. Reicht erstmal. So, die wievielte Speicherung ist das? Die 69. Läuft. Okay, weiter geht's. Tja, wir müssen jetzt hier runter, Ashley. Oh, okay. Gut gefangen. Rohstoffe S. Moment. Kann ich? Ja. Ich hätte vorher auch schon können. Damit können wir schon was anfangen. Hier ist was zum Explodieren. Magnum-Munition. Nicht wäre. Wie kriegen wir die wohl kaputt? Ach, ich weiß es nicht. So, wie bedienen wir dieses Teil? Ja, bestimmt von drin, ist klar. Ich dachte, es gibt jetzt eine externe Fernbedienung vielleicht oder so. Eine Abrissbirne. Ja, und ich krieg gleich wieder Ärger. Pass mal auf. Kein Witz. Lernt ihr sowas heute in der Schule? Ja, Leistungskurs, Baggerführer. Ich kümmere mich um die. Ich habe keine Munition für die Leute, ey. Mann, nimm die Kugel doch weg! Ja, ja, genau, Alter. Du bist der Held, Junge. Was soll das? Die Finger weg! Oh. Ah, Leon! Oh, das wird wieder so penetrant ekelhaft. Ich schau mich als später ein. Oh. Kommt doch selber runter. Super. Leon! Na ab. Oh, ich höre was Großes. Das ist doch wohl nicht dein Ernst jetzt. Das
Besuchers. Mann. Oh, komm, lass mich los. Ja, genau, folg mir. Komm mal runter, bitte. Oh, nee. Das nur noch er? Das Loch wird größer. Fast gefasst. Ja, warte, ich hab hier noch. Kannst du mir ein bisschen helfen, vielleicht mit deiner kleinen? Oh. Er lacht mich auch schon aus. Super. Läuft. Ey, wir haben keine Heilung, ne? Also kaum. Der ist ganz schön schnell. Alter. Noch mehr. Aus dem Weg. So, jetzt hau dann ordentlich das Loch rein. Komm schon, schmack es. Es ist nicht wahr, ne? Was? Wer so nett nach einem Arschtritt fragt, sollte ihn bekommen. Was ist denn jetzt hier los? Ich will diese Insekten nicht. Mann, haut ab, ey. Lass mich los. Alter, das gibt's nicht. Verpiss dich, du. Ich weiß ja auch nicht, was du bist. Es wird eng, Leute. Es wird hier verdammt nochmal eng. Ey, was ist denn hier los? Mann, das
Lauf, Leon, du kannst ruhig auch spazieren gehen. Ist mir scheißegal. Mach, was du willst, ey. Reaktion wie Nilpferd. Oh Gott. Ey, ist das jetzt mal hoffentlich hier vorbei? Ist ja Wahnsinn. Sehr schön. Gut, wir haben alles. Kommst du raus da oder bleibst du da sitzen? Hast du das gesehen? Ja, wunderbar. Das war so cool. Total. Ich habe immer noch Gänsehaut. Kommst du jetzt? Klar, neuer Auftrag. Der wandelnde Tote. Mehrere Personen berichten davon, eine mysteriöse Leiche umherwandeln zu gesehen zu haben. Sicher das Ergebnis irgendeines verkommenen Experiments. Kann sie jemand von ihrem Elend befreien und ihr erbärmliches Dasein beenden? Auftrag, die übermächtige Bedrohung beseitigen. Ja, das ist bestimmt wieder so ein Ding hier, so ein Regenerator. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Für was auch? Für 8 Spinelle. Hier geht's auch weiter. Hä? Ah, jetzt. Ah, alles klar. Bestimmt wegen dem Auftrag und so. So, alles durchladen. Zwei normale, eine große Granate. Sehr gut. Na dann komm. Weißt du, ich finde, wir geben ein richtig gutes Team ab. Schätze ich schon. Oder? Wer weiß, vielleicht werde ich auch mal eine Agentin. Was sagst du? Wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen. Wenn du meinst. Jedenfalls müssen wir dazu erstmal heil hier raus. Langweiler. Sie sagt zu mir Langweiler. Ey, die wird frech. So, ich kann mich an den restlichen Abschnitt hier überhaupt nicht mehr erinnern, vom Original her. Da ist eine Kiste, zwei Kisten da.
Bernsteintransport. Ich möchte betonen, wie wichtig die korrekte Handhabung beim Transport des Bernsteins aus dem Untergrund ist. Lassen Sie größte Sorgfalt und den gebotenen Respekt walten. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass der Schlaf des Heiligen Leibes nicht gestört wird. Okay. Der Schlaf des Heiligen Leibes. Was sind wir hier? Eine Art Lagerhalle? Das muss es sein, wovon Luis gesprochen hat. Oha. Ja, schön, dass wir ein gelbes Kraut haben. Und noch ein gelbes Kraut. Und zwei grüne. Ne, drei grüne sogar. Ich brauche ein rotes. Besser noch zwei rote. Dann können wir zweimal. Ich glaube, dann haben wir Maximum Leben. Da! Das erste rote Kraut. MP-Munition. Das ist die Munition? Habe ich nicht noch Munition? Nee, die habe ich verkauft, ne? Egal, machen wir jetzt erstmal grün zu rot. Also grün und rot, meine ich. Und dann... Was war das jetzt? Die Supermische. Nehmen es erst nachher. So, dann können wir das nochmal machen, wenn wir noch ein rotes Kraut hätten. Irgendwo habe ich noch eine Kiste gesehen oder habe ich mich jetzt getäuscht? Rohkristall. Überlegene Spezies. Bericht. Geliebter Lord Saddler, ich freue mich, gute Nachrichten überbringen zu dürfen. Die Produktion der überlegenen Plagat-Spezies hat offiziell begonnen. Wenn alles nach Plan verläuft, so versichere ich euch, werden wir unser Ziel erreichen. Der Plager ist ein wirklich verblüffender Organismus. Er ist in jedem Wirbeltier lebensfähig, sei es ein Mensch, ein Hund oder eine Krähe. Es gibt auf der Welt keinen vergleichbaren Parasiten. Die überlegene Spezies beeindruckt besonders, denn sie kann sich an den Wirt assimilieren, ohne dabei dessen Gehirn zu schädigen. Niemand kann sich eurer Herrschaft widersetzen. Nein, im Gegenteil. Wer würde sich noch widersetzen wollen, wenn er einmal die Freude erleben durfte, die mit der Abwesenheit vom freien Willen einhergeht. Ich bin der lebende Beweis, wie unwissend ich doch einst war. In ein paar Tagen werde ich allen hochrangigen Forschern den Plager initiiert haben und auch sie werden es erfahren. Wenn euer Plan vollständig in die Tat umgesetzt ist, wird die ganze Welt es erfahren. Anabel Garcia Escudero, leitende Forscherin. Wenn du meinst. Kniet nieder. Dies ist der heilige Leib. Unsere göttliche Vorsehung und bald ein unerschöpflicher Segen für alle. Las Plagas. Willkommen, meine Kinder. Ich bin Osmond Saddler, die Stimme unseres Herrn. Mir ist scheißegal, wer Sie sind. Törichte Schafe, warum verweigert ihr die Gnade? Nun, entsage deinem Leib. Gehorche. Gehorche der Stimme unseres Herrn. Nein! Nein! Stopp! Nein! Mein Kind, wehr dich nicht! Nein.
vergib diesen gottlosen Sündern. Deine Buße wirst du von meinem getreuen Jünger ableisten. Komm, Kind, du musst keine Angst haben. Übergib dein Leib und befreie dich von Angst. Okay, das war knapp, würde ich sagen. Gut, machen wir hier einen kleinen Break und sehen uns dann zur nächsten Folge. Also bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.